Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meiner Praxis, in meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie wieder. Bei jeder Routinevorsorgeuntersuchung ab der U8, also ab dem Alter von 4 Jahren, wird der Urin mit einem Teststreifen, dem sogenannten U-Stix, untersucht. Aber nur der Mittelstrahlurin ist der geeignete Urin für die Untersuchung. Mittelstrahl bedeutet, dass die erste Urinportion in die Toilette abgelassen wird. Quasi in der Mitte des Pieselaktes fängt man mit einem in den Strahl gehaltenen Becher eine kleine Portion Urin auf. Der Rest plätschert dann wieder ungehindert in die Toilette. Warum ist das so wichtig und wieso mache ich darüber ein Video? Ich möchte, dass Sie verstehen, weshalb der Mittelstrahlurin so wichtig ist. In der Blase selbst befindet sich im gesunden Zustand ein keimfreier und reiner Urin. Da sich zum Ende der Handröhre, also zum Ausgang hin, natürlicherweise Verschmutzungen befinden, werden diese mit der ersten Portion des Urins weggespült und befinden sich deshalb in diesem Teil des Urins. Und wird nun diese Urin untersucht, zeigt der Stix meist ein auffälliges Ergebnis, zum Beispiel Leukozyten, die normalerweise da nicht hingehören. Leukozyten sind weiße Blutkörperchen. Der Nachweis von diesen weißen Blutkörperchen kann auch mal auf einen Harnwegsinfekt hinweisen. Und jetzt verstehen Sie, warum es so wichtig ist, den richtigen Urin zu untersuchen, wenn man ein korrektes Ergebnis erhalten möchte. Vor allem bei der Frage, liegt eine Harnwegsinfektion vor, ist die Untersuchung des Mittelstrahlurins die erste, die wichtigste und in der Regel auch die wegweisende Untersuchung. Und bei Babys, das können Sie sich denken, ist es besonders schwer. Sie pieseln ja nicht auf Befehl. Wenn es bei einem fiebernden Baby darum geht, eine Harnwegsinfektion auszuschließen, muss entsprechend ebenfalls eigentlich ein Mittelstrahlurin untersucht werden. Da es aber oft sehr lange dauert, bis ein Baby pieselt, behilft man sich gerne damit, dass ein sogenannter Urinbeutel um das Genitale geklebt wird. In ihm wird der Urin aufgefangen. Ist dieser Beutelurin OB, das heißt ohne Befund, also normal, ist eine Harnwegsinfektion als Grund für das Fieber so gut wie ausgeschlossen. Aber Sie ahnen schon das Problem, das sich oft stellt. Der Urin ist im Beutel nämlich oft auffällig. Vielleicht deshalb, weil auch die erste Portion des Urins mit den normalen Verschmutzungen im Beutel aufgefangen wurde. Und dann bleibt den Eltern tatsächlich nichts anderes übrig, als möglicherweise auch mal ein oder mehrere Stunden am Kind zu warten, bis es Wasser lässt und dann wieder der Becher in den Strahl gehalten und so Mittelstrahlurin gewonnen wird. Viel Urin braucht es übrigens für so eine U-Stix-Untersuchung nicht. Es reichen ein paar wenige Milliliter. Und zum Schluss noch eine Bitte und ein Tipp. Günstig ist es für uns in der Sprechstunde immer, wenn die Kinder mit voller Blase zu uns in die Praxis kommen und so im Bedarfsfall problemlos Wasser lassen können. Urin sollte zur Untersuchung möglichst frisch sein, das heißt nicht älter als 2 Stunden. Sie können also durchaus den Urin auch zu Hause in einem sauberen Gefäß auffangen und innerhalb von 2 Stunden mit zur Sprechstunde mitbringen. Danke für Ihr Interesse.